Wer verschafft sich im Abstiegskampf etwas Luft zum Atmen? Diese Frage stellte sich im Duell zwischen den punktgleichen Clubs aus Ansbach und Eichstätt. Beide haben vor dem Spiel 31 Zähler auf dem Konto und sind damit nur einen Punkt vom ersten Relegationsrang. Allerdings ist die Favoritenrolle dennoch klar verteilt. Während nämlich der VfB starke 7 Zähler aus den ersten 3 Spielen nach der Winterpause holte, sammelte die heimische Spielvereinigung in Grün nur ein mageres Pünktchen. Doch entgegen der Erwartungen waren es die Ansbacher, die hier mutig nach vorne spielten und auch die ersten Chancen für sich verbuchen konnten. Beim leicht abgefälschten Schuss von Lukas Schmidt muss sich Felix Junghahn in der 9. Minute zum ersten Mal strecken. Starke Aktion des Keepers. Doch wenig später weiß er nicht wirklich zu überzeugen. Schwacher Abstoß direkt vor die Füße von Niklas Seefried. Der wackelt seinen Gegenspieler aus, verfehlt das Tor aber dann um wenige Zentimeter. Glück für Junghahn und den VfB. Die Eichstätter, die ja nach der Winterpause in 3 Spielen schon 11 Tore erzielen konnten, bisher offensiv erschreckend harmlos. Stattdessen immer wieder Ansbach. Nach einer Balleroberung in der eigenen Hälfte schaltet die Spielvereinigung blitzschnell um. Daniel Schellhorn mit dem Traumpass auf Schmidt und der überwindet den Eichstätter Schlussmann. 1:0 für die Hausherren kurz vor der Pause. Perfekt ausgespielter Gegenangriff. Mit der verdienten Führung ging es dann auch in die Halbzeit, doch in Hälfte 2 sahen die gut 1000 Zuschauer dann ein völlig anderes Spiel. Eichstätt deutlich aggressiver in den Zweikämpfen und auch mit mehr Torchancen. Sebastian Heid ist nach dem Schuss von Julian Kügel zum ersten Mal gefordert. Wenig später wird's gleich wieder gefährlich, Fabian Eberle verfehlt den Kasten aber knapp. Ansbach nur noch selten mit Entlastungsangriffen, Seefried damals mit einem Versuch und der hätte auch gepasst, aber Junghahn ist auf dem Posten. Der VfB hätte sich inzwischen den Ausgleich mehr als verdient gehabt, doch ein ums andere Mal war Heid aus Gästesicht der Spielverderber. So auch in dieser Szene gegen Philipp Federl. Ab der 80. Minute musste die Mannschaft von Markus Mattes dann auch noch in Unterzahl agieren, Daniel Hauptner wird für dieses Einsteigen vom Feld verwiesen. Doch auch mit einem Mann weniger probierten die Gäste nochmal alles. Ab in die 90. Minute, Freistoß Eichstätt und dann landet die Kugel tatsächlich im Netz. Der ganz späte Ausgleich, zumindest für einen kurzen Moment. Denn der Schiedsrichterassistent hebt die Fahne. Abseits. Für uns ganz schwer aufzulösen, ob da wirklich wer in der verbotenen Zone war. Auf jeden Fall Pech für den VfB und Glück für die Hausherren, die den ersten Sieg nach der Winterpause feiern. Ja, ich bin ultra stolz auf die Jungs. Wir haben uns vorgenommen, dass wir extrem emotional sind, dass wir extrem laut sind, dass wir voll dagegen halten gegen die körperliche Gangart. Und das haben wir super umgesetzt. Ich glaube, in der ersten Halbzeit können wir auch höher führen, haben defensiv gar nichts zugelassen. In der zweiten Halbzeit gab es 1, 2, 3 kritische Situationen, die man überstehen muss. Das ist immer so in einem Regionalligaspiel. Und heute haben wir in der 94. das Glück, was wir in Pimmenfried nicht hatten. Da ist unser Abseitstor aberkannt worden zum Sieg. Heute ist es Eichstätt aberkannt worden. Aber wenn man so arbeitet und so viel Leidenschaft hat, dann verdient man sich das Glück. Und das haben wir heute gemacht. Erste Halbzeit haben wir es nicht gut gemacht, speziell im Spielaufbau. Da hat Ansbach mehr gehabt von der Halbzeit. Entsprechend folgerichtig sind sie in Führung gegangen. Ich denke, dass wir in der zweiten Halbzeit das deutlich besser gelöst haben. Ja, und dann mit der roten Karte ist es dann natürlich entschieden. Man, ja, irgendwo verliere im Moment ein bisschen die Lust am Fußball. Weil jede Woche, wenn ich Champions League anschaue, dann kommen irgendwelche ominösen Handspiele und dann heißt es nachher, das ist so laut Regelbuch. Und heute heißt es dann auch, das ist im Regelbuch, ist das eine rote Karte. Ich frage mich dann nur bei dem letzten Tor, wo wir es 1-1 machen, wo dann da das Regelbuch ist, weil wo ist das dann ein aktives Abseits? Aber daran war es jetzt schlussendlich, was dann nicht ganz gelegen, aber es hat nur dazu passt zu dem Tag. Eichstätts Lauf wird gebremst, Ansbach hingegen kann zumindest etwas durchatmen und bringt wieder ein paar Punkte zwischen sich und den Abstiegsrängen.